Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwei Dinge. Erstens, einer meiner Mates hat sich diese Map gewünscht. Und zweitens, hatten wir gerade einen Toxic Switch dabei. Genau, in der letzten Sekunde in der Lobby wurde aus einer braven, unschuldigen Standard-Mag eine blutige Taschenlampen-Claudette. Ein Geist. Ist natürlich gegen einen Geist mit einer Taschenlampe gar nicht so doof. Ich hoffe, wenn er herkommt, dann von vorne und nicht von hinten. Ich habe auch mal Tab ausgepackt. Ich glaube, Tab war eine Weile jetzt nicht mehr am Zug. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Das hinten war es, eventuell war das der Killer. Ich habe es nicht richtig gesehen. Es wäre schön, wenn das der Killer wäre, weil dann würde es bedeuten, ich könnte hier durchziehen. Ich glaube, was auch gemein sein könnte, wäre eigentlich ein Geist mit Tüftler. Es tut mir leid. Das Problem ist, dadurch, dass drei Generatoren angegangen sind, kommt im Keller. Als ich am gleichen Ort saß, habe ich jetzt nur dieses eine Totem gesehen. Irgendjemand ist dort gewesen. Er war auf jeden Fall im Kopf. Ich glaube, wir müssen uns auf Not einstellen. Aha, er hat Unterdrückung dabei, der Gutste. Er hat irgendwo einen Gen getreten. Er jagt wieder die Obsession. Oh, sie ist runter. Strike oder Taschenlampen-Safe. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier die ganze Zeit gejagt wird, ob das die mit der Taschenlampe ist oder die andere Klödi. Ich weiß nicht, ob dort ein Killer dabei. Ja, da ist ein Killer dabei. Ich kann verstehen, dass er sich jetzt auf sie fokussiert. Er wird wissen, okay, vielleicht nicht, dass er keine Chance haben wird. Schade. Hat er clever gemacht. Eigentlich ist er gar nicht so gut. Ah!
Er ist hinter mir. Hier ist aber auch nichts mehr. Jetzt liege ich. Die sind alle über Taschenlampe da. Oh Gott. Der Arme. Oh Gott. Dann müsst ihr es aber auch richtig machen, Leute. Vielleicht ein Block wäre besser gewesen, Leute. Teamwork. So. Geht er wieder auf mich? Ist nicht. Okay. Rein theoretisch habe ich der Tat, wenn ich verletzt bin. Da ich das aber immer im falschen Moment nutze, lasse ich es nicht drauf ankommen. Es ist nur eine letzte Rettung im Ausgang oder so. Wir müssen aufpassen, dass wir den letzten Gen jetzt anbekommen und dass wir uns hier nicht... Ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt gedreigent haben. Dass wir uns jetzt hier nicht... verzetteln, ne? Aber das kann schnell passieren, wenn man denkt, man ist safe. Wo ist denn jetzt hier noch ein Generator? Hätte er mich gar nicht gesehen? Hätte er mich jetzt gerade nicht gesehen? Verdammt. Oh, hier ist nix. Warum geht er denn jetzt auf mich? Ich hab dem gar nichts getan. Ich bin die netteste hier aus der Runde. Und das war zu zeitig. Seht ihr, ich nutze mein Dead halt immer zu zeitig. Och, Manu, ich werde sterben. Cool. Nice story, Bro. Kacke, dass ich jetzt genau zwischen den Ausgängen bin. Er hat keinen Nöt übrigens. Den Ausgang aufgemacht. Wenn wir jetzt Blutwächter haben. Nicht gut. Kein Blutwächter. Oh.
Es ist nicht clever, was wir tun. Er kam mir entgegen, es ist mir jetzt egal, ich gehe raus. Sie bleibt im Keller, so ganz ehrlich, dann... Warum habe ich sie gerettet? Why? Warum habe ich sie gerettet? Warum habe ich mein Leben riskiert? Das war gerade lustig, Tab. Tab ist einfach geflogen. Oh, warum blieb sie denn dort unten stehen jetzt? Ich bin wieder die mit den wenigsten Punkten in der Runde. Ist mir egal. Ich bin raus. Ja. Ich habe mein Leben riskiert dafür, dass sie dann einfach dort unten stehen blieb und nichts gemacht hat. Cool. Tschüss, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sind rausgekommen, das zählt. Aber ein bisschen unbefriedigend war die Runde jetzt schon. So, tschüss. Bye, bye.